Hallo, wenn Sie ein Hündchen haben, das nichts mehr liebt, als Ihren Garten umzugraben. Sie sind nicht allein. Ich verstehe, wie frustrierend es sein kann, wenn all diese schönen Pflanzen und Blumen, die Sie gepflanzt haben, werden von einem entschlossenen Hund gestört. Aber keine Sorge, ich habe einige unglaubliche Tipps. Das hat mir dabei geholfen, zu verhindern, dass mein Welpe meinen Hinterhof in ein Minenfeld verwandelt. Und sie werden Ihnen auch helfen. Grababwehrmittel. Um zu verhindern, dass Ihr Hund wiederholt an derselben Stelle gräbt. Sie können es verhindern, indem Sie diese Stellen mit einer stabilen und flexiblen Barriere abgrenzen. Eine weitere wirksame Lösung besteht darin, Reinigungsmittel zu vergraben, die starke Gerüche erzeugen. Oder unangenehme Empfindungen an den Grabstellen, wie viele Hundebesitzer berichten, die diese Methode erfolgreich angewendet haben. Vergraben Sie Steine teilweise, insbesondere flache, an markierten Grabstellen. Platzieren Sie Plastikhühnerdraht oder Netz direkt unter der Oberfläche. Vermeiden Sie die Verwendung von Metall, da es den Pfoten eines Hundes schaden könnte. Verwenden Sie Zitrusschalen, Cayennepfeffer oder Essig, um den Hund abzuschrecken. Sie können auch ein Bewegungssensorsystem mit Ihrer Sprinkleranlage verwenden. Benutzen Sie Rosensträucher oder dornige Sträucher als Randbepflanzung für problematische Bereiche. Ihr Hund hört nicht auf zu graben? Geh es weg! Verschiedene Rassen erfordern möglicherweise ein unterschiedliches Maß an Aufmerksamkeit und Bewegung. Aber der Hauptgrund für übermäßiges Graben ist wahrscheinlich Langeweile und unzureichende körperliche Aktivität. Diese energiegeladenen und lebhaften Kreaturen erfordern regelmäßige Bewegung und geistige Stimulation. Und wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden, greifen sie möglicherweise auf das Graben zurück, um ihre aufgestaute Energie abzubauen. Nach Angaben der Humane Society, Graben ist ein häufiges Verhalten von Hunden, die sich unterbeansprucht fühlen, insbesondere bei Welpen. Wenn Hunde den Hinterhof nicht verlassen können, um ihre Energie zu verbrennen, können sie graben, um diese freizusetzen. Um Abhilfe zu schaffen, verbringen sie mehr Zeit mit ihrem Hund und nehmen sie an Aktivitäten wie Laufen teil. Schwimmen, apportieren und Spazierengehen helfen ihnen, ihre nervöse Energie abzubauen und die Welt erkunden. Ablenkung funktioniert. Hunde neigen von Natur aus zum Graben, können dies aber auch aus Langeweile tun. Eine gute Möglichkeit, sie vom Graben abzuhalten, besteht darin, ihnen unterhaltsame Aktivitäten anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre Energie zu nutzen. Sie können zum Beispiel verschiedene Spielsachen sammeln und wechseln Sie sie regelmäßig, um die Dinge interessant zu halten. Sie können einige klassische Artikel für Ihren Hund kaufen, wie zum Beispiel Tennisbälle, Plüschtiere und Seilspielzeuge. Wenn Sie sie herausfordern möchten, versuchen Sie es mit Leckerlispenderspielzeugen, die als Belohnung Problemlösungsfähigkeiten erfordern. Für eine längere Aktivität, die gut für Zähne und Zahnfleisch ist, erwägen Sie die Bereitstellung von Zahnkauartikeln und Kauspielzeug. Vielleicht möchten Sie auch einen speziellen Bereich einrichten, in dem Ihr Hund seinen Juckreiz kratzen kann. B. Einen Sandkasten im Garten, aber bringen Sie ihnen unbedingt bei, nur in diesem Bereich zu graben. Schädlingsbekämpfung. Sind Sie sicher, dass Ihr Hund der einzige ist, der in Ihrem Garten Ärger verursacht? Erdhörnchen, Eichhörnchen, Ratten oder andere Beutetiere hinterlassen möglicherweise Gerüche und Wege, die ihren Hund aufregen und ihn zum Kratzen bringen könnten oder in der Nähe von Bäumen und Pflanzen graben. Halten Sie auf jeden Fall Ausschau nach Anzeichen eindringender Nagetiere oder grabender Tiere. Wenn Sie welche entdecken, ziehen Sie in Betracht, einen Kammerjäger zu rufen oder einen sicheren und humane Methoden, um wilde Tiere von ihrem Grundstück fernzuhalten. Bleib cool. Wenn Ihr Hund viel gräbt, liegt das möglicherweise daran, dass er sich überhitzt fühlt. Bei heißem Wetter schaffen Hunde manchmal kühle Ruhebereiche, indem sie graben. Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Garten einen sicheren, schattigen Platz hat, an dem sich Ihr Hund abkühlen kann. Sie können eine einfache Plane verwenden, die zwischen Bäumen gespannt ist.
oder wenn sie keine praktische Schattenquelle haben, können sie es mit einem tragbaren Pop-up-Vordach versuchen. Wenn Sie heute etwas Neues über Probleme mit dem Graben von Hunden erfahren haben oder eigene Tipps haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Gefällt mir Anführungszeichen und abonnieren Sie unbedingt den Kanal Haus der Welt, um weitere Tierbeiträge wie diesen zu erhalten. Klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie kein Update verpassen, und hinterlassen Sie uns unten einen Kommentar. Wir würden gerne hören, was für Sie und Ihr pelziges Familienmitglied funktioniert.